Ich bin müde und hab Hunger, ey. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Aura. Wat geht ab? Mein Name ist IZZI. Und ich starte rein ins Spiel. Mit viel Elan. Und keinem Hunger. Doch, ein bisschen schon. Bisschen sind aber nur. Freunde. Aber so ist das manchmal. Auch wenn man Hunger hat, muss man aufnehmen. Da kommt man nicht drum rum. Was ist das denn hier so ruckelig gerade? Habe ich so viel auf? Der geht eigentlich, ne? Freunde, sowas sollte ich vielleicht vor der Aufnahme planen. Ich mache weiter in der PvP-Arena. Wer hätte das gedacht? Hab parallel auch nochmal hier angekündigt auf Twitter. Ein Ask Izzy. Was heißt Ask Izzy? Angekündigt, sowas. Mir schreiben jetzt gerade permanent Leute auf Twitter und es wird sehr schwierig, das gerade in dieser Folge zu beantworten, denn es sind sehr viele Leute und wie ihr gerade erkennen könnt, baue ich die Pilzfarm ab, denn Manu hat mir ja gesagt, die Pilze werden im Prinzip sowieso nicht benötigt und deswegen baue ich die gerade ab, um diese Plattform hier wegzumachen, denn beim letzten PvP-Event ist aufgefallen, dass die Leute hier so ein bisschen rumgekämmt haben. Beziehungsweise die Möglichkeit hatten. Ich sollte mir auch ein bisschen abgewöhnen, immer beziehungsweise zu sagen. Ich sag das sehr oft, fällt mir gerade auf. Und deswegen reiße ich die jetzt ab und werde daraus... ich werde so eine Dreierleiter bauen, da vorne hin. Das ist eigentlich so mein Ziel. Mal gucken, ob ich es verwirklichen kann. Und, genau, ganz viele haben geschrieben wegen der Wolle, wie ich die färben kann und so weiter. Aber wenn ich beim Zombie richtig gesehen habe, dann haben wir zurzeit richtig wenig Schafe. Deswegen wäre es von meiner Seite aus eigentlich schlau, die jetzt gleich mal eben vermehren gehen, zu vermehren. Das wollte ich sagen. Und als allererstes baue ich aber noch ein bisschen Zaun ab und die Plattform ganz schnell. Vielleicht kann man ja dann sogar direkt mit der neuen Leiter hoch, wobei da habe ich glaube ich gar nicht genug Leiter für. Ja gut, einen Streifen kann ich natürlich sowieso machen. Ne, das ist ja eigentlich totaler Schwachsinn, das kann ich dann beim Runtergehen irgendwie regeln. Ist gerade eigentlich super gefährlich, dass ich einfach den Zaun abbaue, ne? Ihr kennt das ja, ihr wisst ja, was dann passieren kann. Aber ich bin wieder YOLO-mäßig drauf. Es sind ja noch so viele Folgen, da kann ich mir das ja erlauben. Gerade auf diesen Half-Steps habe ich jetzt immer so das Gefühl, ich würde hier immer runterfallen. Dabei war das ja nur so eine Ausnahmesituation letztes Mal. Ich verliere die auch alle ganz schön. Aber Holz, naja, das geht noch. Das kriege ich noch irgendwie wieder. Hauptsache, ich falle nicht runter. So. Passt schon. Ich kann ja eigentlich schon direkt instant, wenn ich jetzt diese relativ... Heißt nicht allzu viel, aber ich kann ja schon mal auf eine Frage eingehen. Und zwar schreibt L-E-Doppel-L-A. Yeah. Ne, L-E... Doppel-L-A. Lela? Lella? Was ist denn das für ein Name? Habe ich irgendwas falsch verstanden? Ja, nee, ist richtig. Lella. Okay. Hi, Lella. At Izzy Official Ask Izzy, welchen Beruf wolltest du vor YouTube mal machen? Hast du dir gewünscht zu machen? Eigentlich, tatsächlich. Ich war früher immer ein großer Fan von Giga, falls das noch der ein oder andere von euch kennen sollte. Weiß ich nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Das war einfach so quasi so der erste Gaming-Sender damals im Fernsehen. Und da waren viele coole Moderatoren, die zusammen im Studio gechillt haben und Spiele getestet haben, angezockt haben oder immer mal wieder irgendwelche Live-Events gezeigt haben. Und da wurde früher schon ganz viel immer Counter-Strike gezeigt. Was heißt ganz viel, aber ab und zu mal. Und das hat mich da schon immer so richtig fasziniert. Da habe ich selber noch gar keinen Counter-Strike gespielt. Da war ich selber so, weiß ich nicht, 11, 12, vielleicht, na, ich glaube 13 war ich schon fast. Vielleicht war ich noch 13. So, da lief das so, glaube ich, so in etwa. Und da habe ich mir das mal reingezogen und fand das immer richtig geil und habe mir so gedacht, boah, was muss das für ein cooler Beruf sein, da im Studio zu chillen mit richtig coolen Leuten. Die haben den ganzen Tag auch nur Unsinn geredet im Prinzip oder halt wirklich mal so ein paar Faktensachen über die Spiele. Aber, ja, richtig coole Spiele angezockt und dabei Blödsinn geredet. Und Leute, ich bin schon nah dran, oder? Vor allen Dingen so, als ich angefangen habe mit Yplay damals, da war das ja wirklich im Prinzip ähnlich. Also aus irgendeinem Grund, warum auch immer, hatte auch Yplay so ziemlich den gleichen Hintergrund wie Giga damals. Ich weiß nicht, ob das, also das hört jetzt an, als wüsste ich irgendwie, dass das jetzt irgendwie eine Nachmache wäre oder so. Also, dass der Hintergrund da irgendwie angepasst wurde. Nee, aber die hatten auch mal so diese Steinmauer und dann war das so ein richtiges Studio. Und wir waren natürlich jetzt nicht in so einem großen Studio und hatten jetzt auch nicht so das große Team natürlich bei Yplay. Aber die Richtung ist auf jeden Fall schon wirklich so dahin gegangen. Und das finde ich halt eigentlich krass, weil ich ja damals selber gefragt wurde, ob ich damit mache. Und ich jetzt gar nicht so im Prinzip, sage ich mal,
darauf hingearbeitet habe, da mitzumachen, sondern das hat sich halt wirklich so ergeben. Also ich wollte halt sowas später eigentlich immer mal machen. Und das hat sich dann auch einfach auf Teufel komm raus so ergeben. Und deswegen ist das schon ganz cool. Im Prinzip habe ich wirklich, damit hatte ich zum Beispiel sozusagen, boah, aber ich habe ja meinen, so eine Art Traumberuf. Jetzt habe ich keine Axt mehr, ich Idiot. Ups, die wollte ich ja natürlich nicht entsetzen. Und deswegen war das tatsächlich Moderator, so in diese Richtung Spiele, damals schon. Hey, ich brauche doch gar kein Holz, ich alter Dummkopf. Ich alter Dummkopf. Okay, Freunde, das ist immer dieses Multitasking-Ding. Ja, das war so, Moderation, Spiele, damals auch noch ein fast viel größeres Thema als heute. Und, ja, so sieht das aus. Und hat sich alles ganz gut entwickelt soweit. Hier mache ich ja im Prinzip auch nicht wirklich was anderes. Also das hier ist eigentlich schon tatsächlich Traumberuf. Was hättest du beruflich, schon wieder, was hättest du beruflich gemacht, gäbe es kein YouTube? Schreibt die Carlotta. Das weiß ich natürlich nicht. Also das hätte sich wahrscheinlich wieder so ein bisschen so ergeben, wie auch jetzt die ganze Sache, die wir hier gerade machen. Und, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es etwas auf jeden Fall im Bereich der Medien wäre. Ob das jetzt vor der Kamera, hinter der Kamera, im Schnitt oder vielleicht sogar marketingtechnisch oder werbetechnisch. Auf jeden Fall wird es irgendwas im Bereich Medien und Werbung und so weiter. Da bin ich mir ziemlich sicher, das stand für mich, auch wenn vielleicht unbewusst, aber eigentlich steht das schon bei mir verankert in meinem Inneren. Ich weiß nicht, was ich gerade für einen Schwachsinn rede, aber es steht, glaube ich, schon echt vorbestimmt ziemlich lange fest, dass ich was in dem Bereich machen will. Also hat mich schon früher immer interessiert, kleine Videos so zu drehen und Schwachsinn zu reden und wenn nicht, dann halt im Hintergrund. Also mich hat schon immer interessiert, wie so eine Fernsehsendung produziert wird und was da im Hintergrund alles funktioniert und wie das im Hintergrund alles funktioniert und so weiter. Ja, ich finde es halt richtig, richtig cool, wenn man einen Beruf ausübt, wo Menschen das sehen, was man gemacht hat, also wo man eine große Gruppe erreicht mit etwas. Das kann ja zum Beispiel, ist ja selbst in der Zeitschrift so, also wenn man jetzt irgendwie Journalist ist und etwas schreibt und damit aber viele Menschen erreicht, also mit dem, was man macht, dass man ja viele Menschen damit erreicht, das finde ich immer richtig cool. Also wenn man Leuten erzählt, ja, ich mache das und das, die dann sowieso, die dann eventuell sogar was damit anfangen können, sowas schon mal gesehen haben oder so. Also ich fand das immer super interessant, wenn mir das früher einer erzählt hat, ich arbeite da und da. Und ja, ganz schön beruflich hier gerade. @julehehe oder so. Ask Izzy, wie denkst du über YouTuber, die sich nicht zeigen wie Jam Let's Play, Jeremy? Und wenn du es ändern könntest, würdest du dich jetzt nicht mehr zeigen? Boah, bin ich hier gerade am Abgrund. Jetzt nehme ich das gerade erstmal überhaupt wahr. Sehr gute Frage eigentlich. Wie komme ich denn jetzt hier am besten wieder runter? Ich glaube, ich gehe erstmal hoch. Sehr gute Frage. Ja, das mit dem Zeigen, Nicht-Zeigen ist halt so eine Sache, hat alles immer so seine Vor- und Nachteile. Privatleben hat man definitiv mehr, wenn man sich nicht zeigt. Wo ist denn genau die Mitte? Ist das genau die Mitte? Okay, da muss ich vielleicht im Nachhinein nochmal was dran ändern. Ich werde das jetzt hier einfach abreißen erstmal. Ist halt immer so die Frage, ne? Also, man hat jetzt, wie gesagt, Privatsphäre technisch auf jeden Fall mehr davon, wenn man sich nicht zeigt. Andererseits ist man aber sehr, sehr eingeschränkt natürlich. Das heißt, man kann halt logischerweise nicht viel vor der Kamera machen. Es sei denn, man macht es jetzt vielleicht wie Crow oder so. Immer mit einer Maske. Ist natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Ich muss sagen, so Crow als Beispiel. Wie komme ich jetzt eigentlich? Ich baue mich am besten einfach hoch. Hat das, wie ich finde, eigentlich schon ganz cool gemacht. Also, Sido damals hat ja auch nur die Maske gehabt, aber sich dann dafür entschieden, die Maske dann irgendwann abzulegen. Aus welchen Gründen auch immer, also das weiß ich jetzt gar nicht so 100%, weshalb er das gemacht hat. Aber ich finde das so wie Crow. Crow hat das ja anscheinend, so wie er sagt, glaube ich, eher nicht vor, sich zu zeigen. Er sieht da jetzt keinen großen Mehrwert drin. Und im Prinzip hat er auch irgendwie recht. Also, er kann ja so wirklich existieren, sage ich mal. Ohne dass
Ups. Ohne dass er da jetzt, also er kann sein Gesicht verdeckt lassen, ohne dass er da irgendwie groß eingeschränkt ist. Ich muss mich echt gerade ein bisschen konzentrieren. Ich hätte doch eigentlich echt... Ah, ich gehe nochmal runter. Leute, schwere Arbeit und Fragen beantworten ist gleichzeitig auch schwere Arbeit. Mach das hier nochmal ab. Boah, ich habe wirklich Angst, dass ich hier bald wieder runterfalle. Aber muss ich jetzt einfach riskieren. Eigentlich muss ja auch jetzt hier noch ein Block hin. Das müssen ja eigentlich so drei Blöcke werden. Jeweils hier so ein Turm und hier. Und da müssen dann die Leitern dran. Ja, so versuche ich das jetzt einfach. Die Frage ist, würde ich das nachträglich jetzt ändern wollen? Ich glaube nicht. Also diesen Privatsphäre-Faktor, der ist ja wirklich ein großer Faktor und der ist auch, glaube ich, ganz cool. Aber ich würde mich tatsächlich irgendwie zu eingeschränkt fühlen. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, sowas wie Dena mit Ramble, das kann ich ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich das immer mit einer Maske aufnehmen würde, das wäre irgendwie, wäre das seltsam. Ich glaube, das würde so nicht funktionieren. Ich glaube auch gerade, ich rede ja ganz gerne so ein bisschen ironisch, das fällt vielleicht manchen noch nicht mal auf, weil die dann glauben, das wäre dann vielleicht ernst gewesen, das Thema kennen wir ja alle. Aber allein wenn man da so eine Maske auf hat, da muss man wieder sagen, das war jetzt Ironie, weil man es noch nicht mal in den Gesichtszügen erkennt. Ich weiß nicht, worin ich mich da gerade verhaspel. Aber im Prinzip ist da ja auch irgendwo was Wahres dran. Ich muss jetzt... Wie kann ich denn jetzt... Okay, klappt das so, wenn ich die jetzt so abbaue? Komm. Oh Gott, warte mal. Ich glaube irgendwie, dass das nicht die richtige Idee ist. Die richtige Option ist, so eine Leiter abzubauen. Nee, Freunde. Hey, wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich könnte die eigentlich jetzt hier schon mal so abbauen. Und dann runterspringen. Ohne zu sterben. Mich daran festhalten. Ah, sehr gut. So funktioniert das ja ganz gut. So, jetzt baue ich das hier ab, Freunde. Das wird fleißig abgebaut. Und wenn ich mich jetzt hochbaue, müsste ich ja eigentlich schon relativ safe sein. Safe. Boah, ich sollte solche Wörter gar nicht in den Mund nehmen. Safe und so, das hat nichts mit Izzy zu tun. Okay. Okay, jetzt baue ich einfach das obere Stück ab und dann müsste doch eigentlich eine ganz gute... Kriege ich das hin? Kriege ich das hin? Jawohl. Jetzt noch die restliche Leiter hoch. Boah, ich bin echt noch so gespannt. Ups. Wie das hier alles werden wird. Nicht runterfallen. Ich werde auch noch ein bisschen was mit Wasser machen. Ihr seid euch jetzt einig, ihr möchtet lieber Wasser in der Arena. Deswegen werde ich das natürlich auch durchziehen. Wenn ihr das möchtet, dann mache ich das natürlich. Und ich werde das so ein bisschen, wahrscheinlich so ein bisschen an den Rand setzen. Das wirklich so, wie auch einige geschrieben haben. Anders hätte ich es auch sowieso nicht gemacht. Dass die Leute, die dann im PvP-Event brennen, dass die sich löschen können, aber dann an eine Stelle müssen, die relativ gewagt ist. Sprich, wo sie schnell runtergeschubst werden können. Warte mal, das war jetzt eigentlich einer zu viel. Egal. Die drei kann ich direkt mal wegpacken. Genau, und deswegen werde ich wahrscheinlich irgendwie da außen hin Wasser setzen. Hier so an diese Stellen irgendwie. Vielleicht noch einen kleinen Weg rausmachen. Muss ich mal gucken. Wird alles spontan gemacht, Freunde. Ach, hier komme ich ja jetzt gar nicht mehr runter. Ja, ja, okay. Ich gehe jetzt hier vorne dann wieder runter. Wie baue ich denn das am besten ab? Kann ich das ähnlich machen, wie ich das gerade... Wie ich auch gerade die Leiter abgebaut habe? Hier vielleicht schon mal abschlagen. Vielleicht sollte ich auch erstmal, wo ich hier so die ganze Zeit so rumchille, boah, wie schnell ging denn die Zeit wieder um, die Pilze hier reinchillen. Da, 11 Pilze, bevor die noch irgendwie verloren gehen. Dann nehme ich mir noch gerade ein paar Kartoffeln, so, passt schon. Die isst ja sowieso kein Mensch mehr. Freunde, ich wusste gar nicht, dass hier die Zeit hier so flott umgeht. Das werde ich also mit dem Wasser nicht mehr schaffen, dann muss ich das irgendwie vielleicht dann die nächsten Folgen machen. Ich gehe jetzt hier noch flott eben runter. So. Und seht zu, dass ich den Rest noch abbaue. Ich Idiot, ne? Jetzt ist die Kiste ja auch da. Okay, die sollte ich vielleicht noch... Die sollte ich vielleicht noch vorher abbauen. Wenn ich die jetzt abbaue, dann fliegt das ja hier wieder alles in Einzelteile, ne? Ist das richtig? Ja. Ja, das ist, glaube ich, richtig. Egal, ich baue das hier erstmal ab. So. Und tatsächlich bin ich schon gezwungen, jetzt hier gerade die Abmoderation zu machen. Keine Ahnung, wo jetzt hier die Zeit hingeflogen ist. Wo ist der hingeflogen, die Zeit? Runter zum Glück nicht. Boah, ist das ja alles eng.
Und ich baue das wieder ab, anstatt die Kiste abzubauen. Ich Idiot. Egal. Ist da was Wichtiges drin? Boah, richtig viel Essen. Okay, dann mache ich das nächste Folge. Freunde, das war's mit der heutigen Folge. Uup, die Kamera hängt hier so ein bisschen links gerade. Ich habe die gerade so ein bisschen verschoben, warum auch immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet das Video positiv. Take this easy, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Mann, bin ich schon lange nicht mehr gestorben, Freunde. Es geht aufwärts. Bis dann, tschüss.